Ja, hallo Lieben, hier ist Christian Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Diplompsychologe. Und ja, heute haben wir echt ein Schmankerl. Also das Video, es wird euch die Schuhe aus. Ich glaube, es ist wirklich für hartgesottene Zuschauer meines Kanals. Man fällt echt vom Glauben ab. Also es ist wirklich, ich finde es schlimm. Aber legen wir mal los. Also wir hatten ja Teil 1 von diesem TikTok-Kanal Rebound Diaries. Der Name ist auch schon Programm wahrscheinlich. Wir hatten das ja sehr positiv, ihr erstes Video in ihrer Dating-Historie besprochen. Kanal heißt Rebound Diaries, schreibt es aber unten rein. Und sie hat erzählt, wer das nicht geschaut hat, aber ich verlinke es hier oben auch nochmal, dass sie, also einen ganz tollen Dating-Prozess, der wirklich, also wie aus dem Lehrbuch gelaufen ist, Polarität, Mann macht die Dates, organisiert alles, sie kann sich fallen lassen, sie verlieben sich ineinander und man denkt echt, alle waren total gerührt in den Kommentaren, auch man denkt so, jetzt reiten sie in Sonnen- und Sonnenuntergang und man denkt sich, was kann jetzt noch schief gehen? Das werden wir heute hören. Also das ist für mich so ein bisschen auch ein Zeichen, dass auch in einer Generation Z, wo sie wahrscheinlich zugehört, dass das der ganze Scheiß so weitergeht. Und es ist, ich bin manchmal verzweifelt mit meiner Arbeit. Ich weiß nicht. Also vielleicht, wenn das die Leute wollen, was wir jetzt hier gleich hören. Alles gut. Das kann ich auch vorab sagen. Also ich will gar nicht sie hier irgendwie dissen oder so. Sie trifft halt ihre Wahlen und jeder kann seine Wahlen treffen und muss dafür halt die Verantwortung übernehmen. Aber ja, ihr seht schon, worauf es hinausläuft, glaube ich, gleich. Ja. Of the story where I tried to only date casually and met a guy who's making me question that very plan. Also eigentlich wollte sie so locker daten und dann, ja, hatte man jetzt im letzten Mal eine Ahnung, sie hat sich total verknallt und sie hat ihr Video letztes Mal ja auch so genannt. Also wie man nicht casually daten sollte, ja. We left off at the fancy dinner date that turned into a cocktail night, that turned into me staying over at his place and first physical things happening that we both very much enjoyed. Your comments on my last video made me realize that I've left out a lot of details, especially about him and the whole context, so... Also erzählt sie nochmal, wie toll das alles war. Let me give you some more backstory. He is Australian. His parents are Chinese immigrants. And he lived the past years in the UK because he did a PhD there. He is an engineer. And he is one of the most caring people I have. Ich frage mich mal, wofür ist das jetzt wichtig? Also das manchmal das Gefühl, man will so auf Zwang irgendjemand daten, will ich jetzt nicht unterstellen, aber der irgendwie besonders ist, anders ist. Wofür ist es jetzt wichtig, ob der chinesische Eltern hat, aus Australien kommt? Also das habe ich manchmal so das Gefühl, also jetzt nicht nur bei ihr, so insgesamt. Es muss irgendwas ganz Besonderes sein, aber naja gut. Aber jetzt, danach sagt sie, er ist total lieb und nett. Das ist natürlich ganz schlimm. Liponet. He's good at texting, but I didn't really give specific examples. So I went back to the texts. Also er ist gut im Texten. Wenn jetzt jemand total verliebt ist, kein Problem. Wenn jemand nicht total verliebt ist, Leute, textet nicht so viel. Gerade als Männer, ihr könnt euch Kopf und Kragen texten. Wirklich. And he just asks really good questions. These kinds of questions. Was wir jetzt übrigens heute mal machen werden, ich werde das jetzt mal aus zwei Aspekten besprechen. Einmal von so einem, du bist immer in frustrierenden Beziehungen und einmal so ein reiner Aspekt aus der Datingpsychologie, das werde ich heute mal ja gegenüberstellen, weil man da vielleicht auch zu unterschiedlichen Ratschlägen kommt, wie man diese Situation, die sich gleich auftut, lösen kann. Genau. Make it obvious that he has been really listening to me. The next time we met was on a Wednesday night. After work and after workout. And we met in my area of the city and went for some Turkish food. And he had asked me prior to, or when we were making the plans of meeting up, he asked me, should I bring over some things so I can stay over at your place? And would that be okay because it's a weeknight? And
I said, well, sure, if you want to, if you are risking your sleep schedule, I would like to spend time with him. And so he came over, we have phenomenal sex again. Wieder toller Bettsport. Und also das Einzige, was man sagen könnte, das also wirkt jetzt bei den weiteren Dates hier folgen. Also ich habe ja vorher ihn so ein bisschen gelobt, den Mann, dass er so laid back ist. Ist er jetzt nicht mehr ganz so, aber wird man jetzt eigentlich nichts Schlimmes erwarten, sage ich mal. Also es wirkt bis hierhin alles so, es sind beide sind verliebt, beide wollen sich, alles prima. And then while we are laying in bed and cuddling, I'm actually getting a bit scared, maybe. Jetzt geht's los. Also sie sagt, sie wird ein bisschen nach dem Bettsport liegen sie da und sind nicht einfach happy, sondern sie kriegt Angst. Jetzt kriegt sie Angst. That das week kann man sich I had started ausdenken. To realize that that this is not going into the direction that I planned it to go. So, sie sagt jetzt ernsthaft, es ist alles super. Der Typ ist nett. Das ist wahrscheinlich schon sein größter Fehler. Der Typ ist nett. Der Sex ist toll. Der Typ macht die Dates. Es ist alles super. Und dann sagt sie, es geht nicht in die Richtung, in die es gehen sollte. In welche Richtung soll es denn gehen? Willst du wieder irgendeinen Narzissten? Das ist für mich so schlimm. Da ist man schon an so einem Punkt. Ne? Das ist so 100 Meter Lauf, du hast schon 90 Meter, hast du in 5 Sekunden gelaufen und dann auf den letzten 10 Metern legst dich hin und machst einen Handstand und putzt die Bombe, anstatt einfach ins Ziel zu rennen. Ich kann das echt nicht glauben. Ey. And I was freaking out a little bit, panicked, because I started to feel things for him and I also noticed how much, you know, I'm looking forward to his texts. I'm looking for. So, jetzt hat sie Angst davor, Gefühle zu entwickeln. Ich raff's echt nicht. Vor allem, sie hinterfragt das auch. Also, ich bin wirklich ein bisschen. Wie gesagt, ich will sie überhaupt nicht jetzt wissen, aber wieso hinterfragt man das nicht? Warum kann man nicht einfach sagen, hey, ich habe Gefühle, super. Warum muss man da jetzt. Oh, ich krieg Gefühle. Ich meine, sie ist ja jetzt auch nicht 87 mit 28 gescheiterten Beziehungen und. Ich kriege Gefühle, also das wird in so einen negativen Kontext gestellt, das löst sich auch gar nicht auf, sondern, naja, nee, ich will einfach nur gesichtslosen, unverbindlichen Bettsport und, ich meine, es ist ihre freie Wahl, wie gesagt, aber trotzdem ist das irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, ist einfach, also das jetzt danach zu hören, ist einfach so fucking shocking. To meeting him and it felt like I am in way over my head and I am starting to depend on someone again, which I didn't want to, I still don't want to, I never. So sagt sie, hat Angst davor, dass sie sich abhängig fühlt, aber wie gesagt, wir hören hier keinen Kontext von ich war immer in toxischen Beziehungen, ich will nicht wieder liebessüchtig werden, vor allen Dingen hier ist ja das, also er ist ja überhaupt nicht hot and cold, ihr Partner, überhaupt nicht, ne? Das heißt, man kann das wirklich nur auf sie schieben. Also immer noch ist ihre freie Wahl, ne? Das kann man auch gut sehen hier, dass Bindungsangst auch eine Wahl ist, so, ne? Oder Bindungsvermeidung. Und ja, sie sagt hier basically, es ist scheiße, ich will mich nicht abhängig fühlen, ich will gar nicht in diese Fühle gehen. Und eins kann ich euch sagen, eine längerfristige Beziehung aufzubauen, ohne sich auch mal abhängig zu fühlen, das könnt ihr vergessen. Also natürlich wollen wir nicht diese liebessüchtige Abhängigkeit haben, aber dass man sich auch mal, dass man sagt, boah, jetzt irgendwie bin ich jetzt ja auch mal so drin und klar, es bietet wieder die Chance, verletzt zu werden, aber da, das ist halt so. Aber nee, das und er zeigt ja, dieser Typ, der hat ja wirklich nichts falsch gemacht bis hier, außer dass er vielleicht einmal ein bisschen cheesy war da mit diesem, wir fühlen unseren Puls gemeinsam, aber es ist unfassbar. Es ist einfach unfassbar. Ja. To, but depending on this kind of, yeah, on the way, it felt like my happiness had started to depend on the way he made me feel, and that was a, yeah, scary feeling. Ja, das wollen wir natürlich nicht, dass die Happiness auf jemand anders, also immer von jemand anders abhängt. Aber wir haben natürlich auch, das besprechen wir auch oft hier, aber man muss auch mal die andere Seite sehen.
da laufen, wenn du dich verliebst, laufen natürlich Prozesse ab im Gehirn. Ja, ich sag mal, es gibt durchaus so eine gesunde Abhängigkeit in der Verliebtheitsphase, wo du natürlich freust, wenn das alles läuft, und dich nicht freust, wenn es nicht läuft. Ja. So, on that evening when we were cuddling, I actually told him a little bit about this and I was very open with him. I had been open. So, jetzt stellt euch mal vor als Mann. Ich versetze mich da jetzt mal rein. Es läuft alles Bombe. Alles Bombe. Die Dates sind toll. Bettsport ist toll. Alles ist toll. Und dann liegt ihr da nach dem zweiten, dritten Mal, vierten Mal Bettsport. Und dann, oh, jetzt kriege ich aber Angst. Jetzt kriege ich aber Angst. Und gut, da kann man ehrlich gesagt gar nicht viel zu sagen. Also, sie hat die Gefühle, die sie hat. Aber ich glaube, bei mir wird das schon, ich glaube jetzt nicht, dass ich sie dann aufhören würde, so daten, aber es wird so eine Klappe runtergehen. Ich würde denken, ach, okay, ich weiß schon, was kommt. Alles klar. With him from the beginning, anyways, about the relationship and about what I'm searching for and everything. And so I told him that I was afraid and that I was, yeah, especially afraid of falling for him because he's been treating me so great and... Also, weil es... Gott, Leute, ich kann das wirklich nicht mehr... Also, weil er sie so gut behandelt, kriegt sie jetzt Angst. Und da wundert ihr euch noch, dass die ganze Welt voll von toxischen Beziehungen ist. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. I feel like it's unhealthy. And I feel like it's unhealthy, sagt sie zu einem der gesündesten Beziehungsstarts, die ich so lange gehört habe. Dazu sagt sie jetzt ernsthaft, ich meine, das gibt es nicht wirklich. Dazu sagt sie jetzt ernsthaft, es fühlt sich ungesund an. Also für mich ist hier alles drin, was heute schief geht. Das ist, gesunde Beziehungsstarts sind ungesund, ungesunde Beziehungsstarts wird drüber hinweggeguckt, alles ganz toll. Also wenn er jetzt so, kann man sich jetzt vorstellen, ich will das jetzt nicht unterstellen, aber er ist so ein narzisstischer Bad Guy, wäre wahrscheinlich alles super. Und es ist einfach nicht zu fassen, ne? Also wenn er jetzt so eine Distanz, also sie, was weiß ich, umgarnen würde und kreiert aber gleichzeitig so eine totale Distanz, dann könnte sie sich wahrscheinlich richtig verlieben in ihm. Und das wird aber alles gar nicht hinterfragt. Es ist ungesund. Leute, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll dazu. Wirklich, das ist... He stayed calm. He tried not to talk me out of it. He said... We can take it slow. I mean, obviously we were in bed together already, so not that kind of slow. So, jetzt haben wir es bis hierhin so ein bisschen. Er hat jetzt gesagt, ja, das ist doch langsam angehen. Ist ja alles richtig. Er macht das wirklich gut. Jetzt haben wir so zwei Sachen. Wenn er jetzt aus so einer Historie kommt, von er ist immer zu nett, Frauen weisen ihn zurück, was weiß ich, werden bindungsängstlich bei ihm, weil er vielleicht ist er doch auf die Dauer ein bisschen pluspolig und sie snifft das so ein bisschen raus oder was weiß ich, dann sollte man echt sagen, ey, weißt du was, komm, bevor ich mich hier verliere, lass es uns lieber gleich lassen, da habe ich keinen Bock drauf, dass ich jetzt so, wenn man es jetzt nur, also wenn du wirklich komplett in dir geerdet bist und man sieht es nur aus der Dating-Psychologie, ich werde euch auch immer noch mal, ob ich mal so eine Dating-Coach-Ausbildung anbiete. Wenn das euch interessiert, schreibt es mal in die Kommentare. Also rein aus Dating-Psychologie. Es ist immer noch wichtig, das ist jetzt ein ganz anderes Denken. Ne? Da denkt man nicht so, es muss unbedingt eine Beziehung sein, sondern da denkt man, okay, hang out, have fun, hook up. Ne? Also rausgehen, Spaß haben, körperlich werden. Warten, bis die Frau sich meldet, rausgehen, Spaß haben, körperlich werden, rausgehen, warten, bis die Frau sich meldet. Also die ersten Dates meldet sich der Mann eigentlich immer, aber so ab dem dritten Date, von der Polarität her, läuft es meistens so, dass die Frau sich als erste meldet, automatisch so, ne, von der Polarität her. Und du wartest immer, bis die Frau sich meldet und wenn es ein bisschen länger dauert, wenn sie Zeit braucht, dann dauert es eben länger. Das ist jetzt nur Datingpsychologie, ne?
Und sie meldet sich, bums, du machst das nächste Date auf. Keine langen Texte und so, zack, nächste Date, Bettsport, nächste Date, Bettsport, nächste Date, Bettsport. Damit stellst du sicher, dass die Frau sich, alles, wenn alles normal läuft, vorausgesetzt, immer mehr nicht verliebt, so, ne? Und so könnte man das auch handeln, wenn jemand sagt, ja, eigentlich wollte ich casually daten, eigentlich wollte ich noch die 5 Bad Guys da hinten vernaschen. Also könntest, wenn du so völlig in dir sicher bist und safer Sex praktiziert wird, was weiß ich, könntest du sagen, ja, mach doch, was du willst. Ich mache auch, was ich will. Und aber du kreierst sozusagen ein Bomben-Date nach dem anderen und lässt der Frau dann Zeit, dass sie in ihrem Tempo auf dich zukommen kann und sich immer mehr in dich verliebt. Das wäre so Dating-Psychologie aus Sicht der Polarität, so, ne? Und dann sollte idealerweise auch die Frau dann irgendwann sein, die das Label bringt, ne? Man sagt so in der Polaritätspsychologie, sagt man mal, die Frau ist für die Label zuständig, also die dann sagt, so, haben wir jetzt eigentlich eine Beziehung oder nicht? Das sollte nicht er als Erster machen, sozusagen. Aber wie gesagt, aus, wenn man das so Liebeship-mäßig und vielleicht schon vorherige schlechte Beziehungserfahrungen, dann sieht das Ganze ganz anders aus. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, naja, hat sie denn nicht schlechte Beziehungserfahrungen? Aber es gibt hier überhaupt keinen Hinweis, dass der Typ irgendwie Minuspol ist, sondern es gibt nur Hinweise, dass der wirkt auf mich sehr sicher gebunden bis hierhin, so, ne? Und wenn du so jemanden zurückweist und sagst, also der löst jetzt aber Angst in mir aus, oh, sorry, da musst du echt bei dir gucken, ne? Andererseits, ich sag's nochmal jetzt zum vierten Mal, wenn sie sagt, ich will dir einen Typen nach dem anderen durchnageln, das ist ihr gutes Recht, so. Nur, wohin führt das? Das habe ich auch in meinem letzten Buch hier, was hier irgendwo wahrscheinlich verlinkt ist. Gibt es ja auch als Hörbuch jetzt. Lang lebe die Liebe. Wohin führt das? Du hast deine Partyjahre und dann fällt dir irgendwann, ziehst alles durch und dann fällt dir irgendwann mit 30 ein, oh, jetzt möchte ich aber ein Kind haben. Und dann kommst du aus der Nummer nicht mehr raus, ne? Weil du auch gar nicht, du hast ja nie geübt, monogame Beziehungen zu führen. Das ist alles langweilig. Kannst vielleicht nicht mehr die Art von Männern anziehen, die du vielleicht jetzt in dem Alter, also ich denke mal, als du jetzt frühe 20er ist, anziehen konntest, und muss ich dann mühsam wieder in, gut, das wäre ja vielleicht noch egal, vielleicht will man das ja, also, aber so 10 Jahre casually daten, das möchte ich mal sehen, wie du damit 30, also, ne, jetzt möchte ich aber committete langjährige Beziehung, ja, viel Spaß damit. But yeah, we don't have to label it. So I guess this kind of talk came also from me. Alles, and also, er macht alles richtig, weil dass er jetzt sagt, nö, wir müssen es ja gar nicht labeln. Also macht alles I told richtig. Him on that evening was that I think he should meet other people and I. So. Nach diesem phänomenalen Bettsport, wie sie sagt, stell dir das mal vor, als Mann oder als Frau, dann liegst du da und dann sagt sie, das Erste, was sie sagt, ist, ja, ich denke, wir sollten andere Leute treffen. Ich meine, das ist einfach nur ehrlich. Und das ist ihr gutes, sag's nochmal, ist ihr gutes Recht, aber das ist echt, das, boah, das ist echt ein Schlag ins Gesicht, ne? I also told him that I am not ready to see him exclusively. Sie ist nicht, das ist die Welt heutzutage, sie ist nicht bereit, ihn exklusiv zu sehen und ist ihr gutes Recht, wie gesagt. Aber führt das nicht auch zu diesen Pizza- und Pommes-Beziehungen dann irgendwann, so dass du immer nur das nächste, immer die nächste, nein, die Marmelade im Supermarkt, es gibt ja noch eine Marmelade, die muss ich auch noch probieren. Was erwartet, und dann, und die Unfall, ich könnte, also jetzt hier, wenn ich sie so reden höre, könnte ich wetten, da kommt irgendwie so eine narzisstischer Bad Guy aus dem Bad Guy-Bilderbuch. Und dann ist aber auf einmal, und nee, jetzt will ich und exklusiv und dann will er und dann. Pff, oh ja, Mann, ja. Especially because I felt like I was starting to depend on him and I didn't want that and I felt like. Ja, also es hört sich jetzt so normal, also so easy, also ist normal, alles normal, aber hört sich so easy an, ich möchte ja nicht abhängig sein von ihm. So, aber wenn du, aber eine, also wie gesagt, da musst du monogamen Beziehungen tatsächlich bye-bye sagen, weil in einer monogamen Beziehung natürlich entsteht da vor allen Dingen am Anfang eine gewisse Abhängigkeit, also.
Klar muss man diese starken Gefühle, und sie erstickt diese Gefühle sofort im Keim und sagt, nee, also verliebt sein, irgendwie, ne. Also und echt, jetzt denkt euch hier, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, dieser Typ, was denkt der sich denn? Da muss ich doch denken, ey, ich mache ja alles richtig, ich bin nett und was habe ich davon? Sie will den nächsten bumsen, ne? Also, ey, schönen Dank auch, ey. Like I could maybe lessen this dependency if I meet other people as well, so I can, I don't... So, sie will diese Abhängigkeit jetzt loswerden, dieses Gefühl, indem sie andere Leute datet. Nochmal, sie belügt ihn nicht, ist alles ihr gutes Recht. Also es ist so, es ist alles sauber kommuniziert letzten Endes so, ne? Deswegen ist auch alles, ist auch nicht toxisch oder so, aber boah, ey, das musst du erstmal reinziehen, ne? I have to focus on him too much, I guess. So I told him I'm not ready to only see him and I very much encouraged him to also see other people. So, er soll andere Frauen daten. Especially because he's new in the city and... Weil er neu in der Stadt ist. Also ich glaube, so Familie und solchen Konzepten können wir bye-bye sagen. Sichert eure Rente, Leute, wirklich. Das, also, ich weiß nicht, echt. Das denkt einfach jeder nur an sich, ne? It's just a great way of meeting people and getting to know a city and like, you know. Ja. Das haben die ja auch gesagt auf Unbubble, wie ich da bei dieser Dating-Geschichte war. Ist doch super, in einer neuen Stadt Leute kennenzulernen. Nur, dass das war das wieder ein anderes Thema, dass das für Männer in aller Regel nicht funktioniert, für Frauen schon. Naja. Reached him, but he said he doesn't want to, basically. So, er ist jetzt ehrlich und sagt, ich möchte das aber nicht. Ich möchte dich exklusiv, also ich wäre lieber exklusiv mit dir, so. Das würde ich jetzt nicht mehr machen, egal aus welcher psychologischen Sicht. Da würde ich denken, okay, du willst hier, ich meine, ich weiß, ich kann sowas nicht, ne? Also ich bin durchaus in der Lage, kurzfristige Beziehungen zu führen, aber parallel ist so gar nichts für mich. So, ich habe das mal ausprobiert im Leben, habe so gemerkt, so Freundschaftslust, ich kann es einfach nicht. Aber ist egal, sie kann es scheinbar. Aber ab dem Punkt muss man wirklich sagen, okay, du willst andere Typen sehen? Klar treffe ich andere Frauen, logisch. Und an dem Punkt würde ich auch mich nicht mehr bemühen. Also ich würde, also klar, wenn man so völlig in sich ruht, natürlich kann man sich weiter daten und Bachelor haben und denken, naja, ich mache weiter Hangout, erfahre ein paar und irgendwann verliebt sie schon in mich. Aber ich würde jetzt an dem Punkt, wo sie das so betont, ist sie eigentlich als langfristige Freundin, ist sie eigentlich verloren, ne? Muss man schon sagen. Ne? But he's not interested in meeting any other women. But he also understands my standpoint and where I'm coming from. And the next thing he said was actually quite impressive to me. Maybe it's not for you guys, but for me it sounded very impressive. And I felt like he really understood me. He said, it's okay for him if I see other people, because he knows that the competition he has is not other people per se, but the competition or what he competes with is me being single. Ja, also das ist auch noch ein ganz schlauer Typ, finde auch. Das ist ein interessanter Move, den er hier macht. Er sagt, kannst du euch andere Typen daten? Was ich nicht so ganz ehrlich finde, aber was soll er sagen? Offensichtlich will er das ja nicht. Aber er sagt, hey, ich das finde ich auch einen smarten Satz. Ich bin ja nicht in Competition mit anderen Männern. Also solltest immer denken, du hast keine Competition, so, ne? Sondern ich bin in eine Competition damit, dass du lieber Single bleiben möchtest, so, ne? Also sprich, ja, weiter Männer daten und was weiß ich. Und ist ein smarter Satz, ist auch richtig, nur trotzdem, also mit jedem Mal, wo er, also erstmal bemüht er sich, sie zu verstehen und das feiert sie ja so ab, aber sie benutzt sich überhaupt nicht, ihn zu verstehen, sondern das ist wieder nur ich. Also jetzt ist es doch leider wieder,
Scheiße, ich dachte echt, das ist mal was anderes, wieder nur ich. Das ist das Mantra der Welt 2024. Ich. Außer die Leute, die co-abhängig sind, kommen komplett unter die Räder irgendwie. Oder People Pleaser, macht den People Pleaser Kurs. Danke übrigens nochmal für die krasse Aktion jetzt am Wochenende. Tut sich die Bude eingerannt wieder. Also es ist, das macht mich richtig fassungslos. Aber das macht mich richtig fassungslos. So, ja, Hauptsache er kann mich verstehen. Ja, natürlich kann man es verstehen, wenn du, weiß nicht, jede Woche einen neuen Typen haben willst. Wieso kann man es, kann ich natürlich jetzt verstehen. Ne? Aber sie bemüht sich gar nicht, ihn zu verstehen. Ne? So, und und außerdem ist ja das Problem, mit jedem Mal, wo er sie versteht, entsteht ja wieder Nähe und dann kriegt sie ja wieder Angst. Und also die ist leider so als wie man so sagt, Girlfriend-Material ist sie leider verloren. Muss man echt sagen, ne? Außer so ein offene, also es kannst du nicht mal eine offene Beziehung, weil bist ja nicht mal sicher, dass du die Hauptrolle kriegst. Und dann kommt irgendwann so ein Surfer-Typ und zack, bumm, ist auf einmal, ja. Me being actually me and not having to factor in another person. Also jetzt kommt er ja auch wirklich in Gefahr langsam. Ich habe ja jetzt mal die verschiedenen Seiten, aber er kommt, also weil er ja auch weiterhin beharrt, nee, ich will dich aber, kommt jetzt wirklich in Gefahr, dass er sich nur um ihre Wünsche dreht. Ne? Also an dem Punkt, wenn man jetzt mal alles zusammenfasst, müsste man ihm eigentlich sagen, du, weißt du was, das ist nur Blut, Schweiß und Tränen auf die Dauer. Ne? Feelings and life choices and plans into my future. And yeah, I felt like that was exactly what was going on. It's not about how many people I meet or who these people are or if there's actually is something casually with them, but do I really want a relationship already again? So. Hat sie natürlich irgendwie auch recht, sie muss es nicht wollen. Nur ich frage mich, ich frage mich trotzdem, was in so einem Kopf vorgeht. Selbst wenn du jetzt sagst, oh, jetzt bin ich Single, jetzt gucke ich mal, was da draußen so rumläuft und du triffst einen Typen, den du so richtig krass findest, richtig krass. Und dann sagst du trotzdem, lieber nochmal. Ich bin zu alt für diesen Scheiß, ey. Ich weiß nicht, ey. Oh, yeah, that was that talk. Gut, was denkt ihr dazu? Macht die fucking Kurse. Und was ihr auch immer denkt, schreibt es in die Kommentare. Und soweit für heute. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.